durch die Predigt, rede du zu unserem Herz. Amen. Sehr geehrtes Publikum, meine Damen und Herren, wir schreiben das Jahr 2024 und befinden uns hier nicht auf dem Landsitz von Miss Sophie. Den Namen dieses alten Geschlechtes verschweigen wir aus Gründen der Diskretion. Dennoch, wir werden Sie heute Zeuge, wie vier beste Freunde einen ganz besonderen Geburtstag feiern und eine Überraschungsparty. Sie werden diese ungewöhnliche Geburtstagsfeier ohne Mühe verfolgen können. Meine Damen und Herren, verehrtes Publikum, ich wünsche Ihnen sehr viel Vergnügen. Happy Birthday! Liebe Freunde, heute feiern wir alle gemeinsam Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch! Wow. Aber was wäre ein Geburtstag ohne Geschenke? Darum schaut euch um, es ist für jeden was dabei. Ja, also, das ist doch mal, oder? Das aber ich ziehe mir erstmal die Jacke auch aus. Ist ja doch warm. So, jetzt ist man doch ein bisschen platt, oder? Ja, nee, also, nein. So, okay. Birgit, ey. Liebe Birgit, diese Torte ist für dich, einfach so aus Liebe zu dir. Du kannst sie einfach annehmen und genießen. Das ist doch eine Überraschung. Genau, und gerade Schoko. Das sieht irgendwie, wir dachten echt nach Schoko aus. Ja, total lecker. Lecker. Und sie scheint auch weich zu sein, dass ich sie kauen Bist du so lieb, Katja? Könntest du? Teilst du mit uns? Ach so, ja, natürlich. Ich finde, das Allerbeste ist ja nun, wenn wir schon feiern, dass wir dann auch gemeinsam teilen können, so, oder? Dann reich mir mal deinen Teller an. Ja, sehr gerne. Käffchen dazu, oder? Ja. Sehr gerne, Marcel. Oh Mann, nimm mal dein Krönchen ab, sonst stell dir das gleich in die Torte. Ja, hast ja recht, genau. Guck mal, das ist aber richtig. Gunther? Super. Danke. Ja, sehr gut. Das ist nach so einer langen Wanderung. Ja, das ist doch wirklich das Schönste, dass wir das jetzt gemeinsam teilen können. Dann lasst uns doch genießen und feiern. Ja. Guten Appetit. Danke, gleichfalls. Köstlich. Super, ne? Schmeckt klasse. Ehrlich, hast du ja super gebacken. Also. Aber richtig schön war auch köstlich. Ein Kräutchen, dass dir die Füße wehtaten. Ja, oder? Ja. Die Pause haben wir uns aber auch wirklich verdient. Das ist ja wirklich köstlich. Guck mal, hier stehen noch viel mehr Sachen hier. Gutschein für Marcel. Wow. Ey, Hammer! Eine Jahreskarte für den Skywalk in Willingen. Boah, das wollte ich schon immer mal. Super. Also es gibt ja nichts Schöneres als so ein Baumwipfelfahrt und du gehst so oberhalb der Bäume und die Welt ist so klein, ja? Mega. Du kannst so richtig über Gottes Schöpfung dich freuen und staunen, ja? Ja. Hammer. Da bin ich raus. Also Höhenangst habe ich, da kriege ich Schnappatmung da oben, das kannst du abhaken. Das ist Ich meine, es ist für dich jetzt vielleicht eine Herausforderung oder für euch. Ich kann das auch nicht. Also. Aber ich würde mich echt freuen, wenn ihr mitkommen würdet. Und
vielleicht klappt es ja, dann seid ihr genauso geflasht, wie ich das immer bin. Ja. Aber andersrum seid ihr wenigstens dabei gewesen. Ja, ja, gut, okay, wir kommen mit. Mitkommen, also vielleicht bei ihrem Rand stehen, aber ja, wir schauen mal. Ist das nächste Event doch gleich schon wieder geplant? Also, ich komme mit und überlege es mir dann noch, wenn ich dann da bin. Aber Hauptsache mitkommen. Ja, 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 klar. Lecker. Mhm. Mhm. Dann nehme ich noch einen Schluck. Oh, für mich ist ja auch was hier. Für Gunther. Pop Meets Classic Tour 2024. Oh, echt, ist das geil. Das ist ja der Hammer. Ich dachte, da gibt es keine Karten mehr für. Okay, also. Lieber Gunther, du wirst entführt in die Welt der Musik, die du so liebst. Oh, ah, meine, genau mein Ding. Classic Meets Pop Tour 2024. Sie verbindet die musikalischen Heimaten Klassik und Pop zu einem unvergleichlichen Sound, der unter die Haut geht und die Fans aus beiden Universen begeistert. Genau so ist das. Also das ist genau das Richtige. Das ist ich finde das toll. Musik ist Kommunikation, das ist Begeisterung, das ist tiefe Gefühle, das ist Entrückung aus dem Hier und Jetzt. Das genau. Ich kann das komplett nachvollziehen. Ehrlich, ihr könnt das jetzt vielleicht nicht alles so nachvollziehen, aber schwierig. Also mich begeistert das. Ich freue mich richtig über dieses Geschenk. Aber ich finde das auch toll. Es wäre toll, wenn wir diese Freude auch zusammen teilen könnten. Ja, aber wenn er mit auf den Skywalk geht, müssen wir auch auf das Konzert. Ganz klar. Ja, also wie heißt es so schön? Musik verbindet die Generationen. Und da ist sicher auch für euch was dabei. Und in der Musik kann man Gottes Liebe erfahren. Das stimmt natürlich. Und ja, egal von welchem Hintergrund du kommst und welcher Mensch du bist, es ist egal, Musik verbindet jung und alt. Ja. Schön, wenn ihr mitkommt und vielleicht auch angesteckt und geflasht werdet. Dann sind wir dabei. Okay, das freut mich. Ja. Oh, der Kuchen ist echt total lecker. Katja. Liebe Katja, du liebst Spiele aller Art. Gesellschaftsspiele, Rollenspiele, Theaterspielen. Daher gibt es heute für dich dieses Geschenk. Oh, warte. Ich hab's toll gleich. Bitte schön. Das stimmt genau. Ich liebe Spielen. Und es geht nicht immer nur ums Gewinnen. Das Miteinander ist das Schöne daran. Mal gucken, was wir hier haben. Dorfromantik. Das soll mega sein, das Spiel. Ich habe schon davon 23. Genau, kann Spiel das sein? Des Jahres 23. Ja. Also ich habe schon viel Gutes von gehört. Man kümmert sich da um ein Dorf, muss die Infrastruktur immer wieder verbessern, die Landschaft verbessern. Aber man hilft den Dorfbewohnern besser und das Dorf schöner zu machen da. Nicht schlecht. Okay. Ja. Bin ich gut. Und wisst ihr, wann das Spiel am meisten Spaß macht? Na was? Wenn wir es gemeinsam machen. Ja, genau. Ja. Allein ist auch blöd. Ich bin dabei. Ja, dann nach dem Kaffee geht's los. Genau, dann essen wir noch eben auf hier und dann bauen wir das Spiel auf. Dann geht's was ab. Ja. Es ist nicht toll, Geschenke zu bekommen. Mega. Ja, also ich finde das total klasse. Tolle Überraschung. Muss ich ehrlich, das war echt eine Überraschung. Und wenn wir das noch miteinander teilen können, finde ich, also geteilte Freude ist doppelte Freude. Oder wie seht ihr das? Ja, aber von wem kommen jetzt hier diese ganzen Geschenke eigentlich? Wem kommen die ganzen Geschenke überhaupt? Danke euch Vieren für dieses tolle Schauspiel, das natürlich passend rausgesucht worden ist. Geschenke, wer bekommt nicht gerne Geschenke? Also ich bekomme total gerne Geschenke.
Und ich glaube, ganz viele von uns auch. Und die Kids, die gerade schon wieder runter sind, garantiert auch. Wir feiern als Kirche, als Gemeinde Geburtstag. Pfingsten war der Moment, in dem sich die Kirche gebildet hat. Der Moment, in dem Gott das gegeben hat, wodurch überhaupt erst Kirche existieren kann. Durch seinen Heiligen Geist. Um uns miteinander zu verbinden. Und darüber möchte ich mit euch sprechen. Wir sind ja gerade noch in einer Reihe über den Korintherbrief, den ersten Korintherbrief. Und Paulus schreibt eben auch über den Heiligen Geist. Da geht es nicht um Geburtstag bei dem, was er schreibt. Ja? Aber jetzt einfach mal in Anlehnung dazu. Paulus, ich hatte euch das schon die letzten zwei Male gezeigt, über Spaltungen haben wir geredet, über sexuelle Probleme, die die Korinther hatten, haben wir geredet. Essen haben wir gerade gesehen. Und jetzt geht es um den Gottesdienst, das überspringen wir jetzt. Jetzt geht es um den Gottesdienst. Paulus greift verschiedene Fragen, aber auch Probleme auf, die die Korinther bei sich hatten. Unter anderem auch mit Essen, beziehungsweise dann mit dem Abendmahl oder mit den Geschenken, die sie von Gott bekommen haben. Wo auch wieder Zoff war, wo die einen stolz waren auf das, was sie hatten und das andere verachtet hatten. Vielleicht ist euch das schon mal passiert. So, ich kenne das von Weihnachten, wenn man Schrottwichteln macht. Schon mal jemand Schrottwichteln gemacht? Ja, Schrottwichteln und du weißt, also da ist dann doch eins dabei, das hättest du lieber als die anderen. Das ist besserer Schrott. Und dann kriegst du es nicht. Das ist schon ein bisschen, oder du hast es gekriegt und ja, ich würde mich ja ärgern an eurer Stelle. Nein, die waren neidisch auf die Geschenke der anderen, beziehungsweise da waren ein paar Leute, die haben ihre Geschenke, besonders das Reden in anderen Sprachen. Wir haben das gerade eben in dem Eingangstext schon gehört. Diese Gabe, in fremden Sprachen reden zu können, beten zu können. Da waren die total stolz drauf und dachten, das ist es. Und Paulus will ihn jetzt mit dem Text, den wir gleich angucken, sagen, hey, ihr seid da auf dem Holzweg. Sie waren auch an diesem Punkt, an der gleichen Stelle, dass sie kindische Gläubige waren. Nepioi, diese zwei Wörter, und Telioi, sie sollten geistlich mündige Gläubige werden, auf das Ziel ausgerichtet. Ja, dieses Wort, das von dem Grundstamm Ziel, Ende, Vollkommenheit herrührt. Darauf sollen sie ausgerichtet sein und da passt so neidisches Gehabe nicht rein. Und jetzt schreibt er ihnen einen Text, wo es um den Heiligen Geist geht und wo es um die Gaben geht, die der Heilige Geist ihnen gegeben hat. Den lesen wir miteinander aus 1. Korinther 12, Abvers 1. Wenn du eine Bibel dabei hast, schlag das gerne mit auf, sei es digital oder analog. Ein weiterer Punkt, so fängt Paulus diesen Text an, diesen Abschnitt, den ihr erwähnt habt, also in dem Brief, den sie ihm geschrieben haben. Liebe Geschwister, sind die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Es liegt mir sehr daran, dass ihr in dieser Sache genau Bescheid wisst. Denkt an die Zeit, als ihr noch nicht an Christus geglaubt habt. Damals habt ihr euch ständig irreführen und dazu hinreißen lassen, den Götzen zu dienen, Götzenbildern, die nicht einmal reden können. Deshalb weise ich euch auf Folgendes hin. Niemand, der unter der Leitung von Gottes Geist redet, wird jemals sagen, Jesus sei verflucht. Und umgekehrt kann niemand sagen, Jesus ist Herr, es sei denn, er wird vom Heiligen Geist geleitet. Es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise, aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Dem einen wird durch den Geist die Fähigkeit geschenkt, Einsichten in Gottes Weisheit weiterzugeben.
Der andere erkennt und sagt mit Hilfe desselben Geistes, was in einer bestimmten Situation zu tun ist. Einem Dritten wird ebenfalls durch denselben Geist ein besonderes Maß an Glauben gegeben. Und wieder ein anderer bekommt durch diesen einen Geist die Gabe, Kranke zu heilen. Einer wird dazu befähigt, Wunder zu tun, ein anderer prophetische Aussagen zu machen. Wieder ein anderer zu beurteilen, ob etwas vom Geist Gottes gewirkt ist oder nicht. Einer wird befähigt, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind, und ein anderer das Gesagte in verständlichen Worten wiederzugeben. Das alles ist das Werk ein und desselben Geistes, und es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. Lange 11 Verse, tiefe 11 Verse, die wir jetzt nur anreißen können, Verse, die in den größeren Zusammenhang gestellt sind bis Ende Kapitel 14, wo Paulus zwischendrin über die Liebe redet, das hohe Lied der Liebe, wo er am Ende sagt, also hätte ich das alles, also alle 9 Gaben, die hier drinne vorkommen, oder wäre ich reich, hätte ich was auch immer, das wäre alles nichts ohne Liebe. Das ist sein größter Gedanke jetzt in diesem Zusammenhang, den er denen deutlich machen möchte. Ihr seid so stolz auf das, was ihr habt, und ihr vergesst die Liebe. Und das Ergebnis seht ihr. Deren Situation entfernt von unserer Situation heute und trotzdem relevant für uns heute. Das werden wir entdecken. Und erstmal am Anfang habe ich gedacht, von dem Text her auch, von dem, dass heute Pfingsten ist, wie schön, dass du jetzt hier bist. Dass du hier bist, um mit uns Geburtstag zu feiern. Also jeder von uns hat im übertragenen Sinne dieses Geschenk bekommen oder kann es bekommen, den Heiligen Geist in sich zu tragen, wenn du an Jesus glaubst. Und dann gehörst du zu dieser Geburtstagsgesellschaft dazu. Und dann wirkt er Gaben in dir, an denen du wiederum sein Wirken erkennen kannst und einbringen kannst. Schön, dass du hier bist. Schön, dass wir gemeinsam Geburtstag der Gemeinde feiern dürfen. Und ich habe von diesen Geschenken noch mehr dabei. Ihr dürft die gleich von mir empfangen. Das Wichtige ist, oder ein erster Gedanke, den ich habe, ist, was mich erstaunt, wo ich hoffe, wenn ihr gleich hiervon rausgeht, nach dem Gottesdienst, dass ihr begeistert seid von Gottes Plan. Mit uns, mit Gemeinde, mit Kirche, wie Gott sich das gedacht hat und wie das ineinander greift. Paulus, jetzt haben wir hier Verse zwischendrin, Paulus, der sagt, es gibt verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott. Gott hatte das so im Sinn, dass wenn Jesus wieder in den Himmel zurückkehrt, Gemeinde entsteht. Und dass in dieser Gemeinde sein dreieiniges Wirken zusammenkommt. Er redet jetzt hier von Charisma, das sind aus der Güte, aus dem Wohlwollen geschenkte Gaben, Geschenke oder Gunsterweise. Also etwas, was Gott gibt, nicht weil wir es verdient haben, sondern weil er so gut ist. Er betrachtet das Gleiche, dasselbe, aus einer anderen Perspektive noch und sagt, hey, das sind konkrete Dienste, zu denen wir berufen sind für andere. Und das ist eine Kraft, das ist eine Macht, es ist ein Machterweis, in dem Gott dritte Perspektive auf die eine Sache, in der wir erkennen, Gott wirkt. Mitten unter uns und durch uns. Gott hat sich das gedacht, dass wir nicht einfach nur an so einem Geburtstagstisch sitzen, genießen, so ein bisschen nett miteinander reden und dann halt wieder miteinander gehen, sondern dass wir das, was wir empfangen, gemeinsam entdecken und entfalten. Das war
unter anderem sein ursprünglicher Gedanke damit. Und ich habe einfach mal so eine Frage in den Raum. Bitte antwortet darauf, wenn euch was dazu einfällt. Was begeistert dich, was erstaunt dich an dem Plan, den Gott mit seiner Gemeinde hat? Oder anders gefragt, was begeistert dich daran, wie Gott sich Gemeinde gedacht hat? Vielleicht sagst du, das, wie es heute aussieht, ist jetzt nicht so begeisternd, aber wie der sich gedacht hat, wow, was begeistert dich daran? Dass Gott es nicht ohne uns macht, sondern uns involviert, gebraucht, um das Wirklichkeit werden zu lassen. Ja? Dass wir uns gegenseitig ergänzen. Wissen, wir müssen nicht alles alleine können, sondern brauchen einander. Unterschiedlich miteinander trotzdem, ja? Gott kennt keine Sprachbarriere. Cool, dass wir durch so Sprachen lernen, das auch ein bisschen überwinden können. Ne? Und trotzdem ist es ja dann mit der Einheit und dem Miteinander kann es auch schwierig werden. Aber Gott kennt keine Sprachbarriere. Was begeistert euch noch an Gemeinde? Leute kommen zusammen, die hätten sonst im Leben jetzt nichts miteinander zu tun. Ja. Also, ne, es ist total verschieden. Du hast bunt oder ne, gebraucht. Und trotzdem bilden wir alle Gemeinde, auch über Gemeindegrenzen hinaus. Wir wissen uns alle verbunden zu der einen Kirche Gottes. Gehst du woanders in eine Kirche, in eine Gemeinde, weißt du eigentlich, oder solltest du davon ausgehen, dass Jesus bei denen auch im Zentrum ist? Was begeistert euch an Gemeinde? Dass sie Jesu Braut ist, ihm so wichtig ist, wie einem Ehemann seine Braut. Es begeistert euch an Gemeinde, an dem Plan, den Gott gedacht hat. Dass hier keinem gesagt wird, du kommst nicht rein. Jeder kann dazugehören. Sie besteht schon seit 2000 Jahren, ist nicht tot zu kriegen. Und Jesus wird dafür sorgen, dass sie auch bis zum Ende dieser Weltzeit weiter besteht. Weil da Kraft drin ist, nicht unsere, seine. Was begeistert euch an Gemeinde? Gebete, die erhört werden. Alle können mitbeten. Mhm. Auch da wieder auf eins ausgerichtet zu sein, welches Anliegen auch immer dann. Ich warte nicht noch auf die richtige Antwort. Also das war alles richtig. Ja? Aber es kann so schnell gewöhnlich werden, dass halt da Gaben sind, die bringst du ein. Oder wir wissen so, ja, das ist ein Geist, der das wirkt. Und das sind Dienste zu tun in der Gemeinde. Das muss man halt machen oder das darf, das soll, das will man machen. Hier und da merkt man dann auch, da ist irgendwie eine Energie drin, da entsteht etwas und trotzdem kann es so gewöhnlich werden. Wie gut ist es, dass wir jedes Jahr Geburtstag feiern können? Dass du jedes Jahr zurückblicken darfst. Was war denn in diesem Jahr? Wo komme ich eigentlich her? Was habe ich schon alles empfangen? Und wie geht's weiter? Weil das sonst so gewöhnlich, so alltäglich, jeder Tag ist gleich, Stress, wie auch immer. Dieses Geschenk, das Gott uns gibt, uns anvertraut, das ist so vielfältig. Und ich staune über diesen Plan, den Gott mit Gemeinde, mit Kirche hat. Und dass er, das ist, wenn ich das mal rausgreifen darf, dass er da mit Kraft drin wirkt. Und gleichzeitig denke ich dann,
Und vielleicht trägst du die Sehnsucht auch in dir. Manchmal, dass ich denke, das geht oft so gewöhnlich zu. Die Gaben, die wir, ich blende die auch gleich nochmal ein, die wir da gelesen haben gerade, die wirken auch so übernatürlich. Die wirken so nach Heilung zum Beispiel oder nach Wunderwirkung. Und ich bin überzeugt, dass Gott das heute immer noch wirken kann. Und darum beten wir zum Beispiel, wenn Menschen krank sind, um Heilung. Und Paulus ruft sie hier auf, hey, streckt euch danach aus, dass ihr diese Gaben bekommt und dass das geschieht. Weil das Gottes Plan ist. Ihr müsst nicht einfach nur da sitzen und halt das, was schon da ist, entdecken und genießen. Da ist noch mehr. Streckt euch danach aus. Damit nicht nur Gemeinde toll ist, cool ist, sondern weil diese Welt Gemeinde braucht, weil diese Welt da den Ort hat, wo sie Gott kennenlernen können. Hier mitten bei uns. Etwas Zweites. Die Frage hatten wir gerade. Wir sind eingeladen. Oder vielleicht denkst du, wir sind eingeladen? Ihr guckt alle die ganze Zeit nach vorne. Guckt euch gerade mal um. Der ist eingeladen. Die auch. Könntest du von dir sagen, welches Geschenk du bekommen hast? Kannst du das von dem anderen sagen? Wir sind alle beschenkt. Wüsstest du, welche Gabe, welches Talent, nicht jetzt jonglieren oder so, welche Gabe zum Wohl der anderen in dem anderen drin schlummert und in dir drin ist? Weißt du, wie das, was mich begeistert an Gemeinde ist, dass das zusammenkommen soll und zusammenkommt und ineinander greift? Wir alle sind eingeladen, so komisch wie der andere jetzt gerade aussah und es geschafft hat, dann doch wach zu sein und hierher zu kommen. Oder was du auch mit der anderen schon erlebt hast. Wir alle sind eingeladen. Wir haben das gerade gehört. Da ist eigentlich keiner, der nicht kommen darf. Wir alle sind eingeladen. Und Paulus schreibt sie jetzt hier an mit, liebe Geschwister. Im Griechischen steht da das Wort Brüder, weil man damals eher maskulin gedacht hat oder formuliert hat. Aber die Frauen waren mit eingeschlossen. Liebe Geschwister. Alle auf einer Ebene, alle Geschwister untereinander. Und das musste er denen ja besonders sagen, weil die einen auf die anderen runtergeguckt haben, weil sie dann sagten, oh, ich habe aber die Gabe, du hast ja nur. Ja, aber meine ist besonders wichtig. Und dann ist es interessant, dass so Vers 2 und 3, da kann man sich fragen, warum schreibt er das jetzt? Also denkt an die Zeit, als ihr noch nicht an Christus geglaubt habt. Damals habt ihr noch ständig irreführen lassen, hinreihen lassen zu Götzenbildern, die nicht reden können. Korinth, viele multireligiöse, ein multireligiöses Klima, viele verschiedene Götzentempel. Und als sie natürlich noch nicht gläubig waren, sind sie halt hier und da einfach hingegangen, weil sich das so gehört hat. Und Paulus bezeichnet diese Götzenbilder, wie im Alten Testament das auch steht, als welche, die stumm sind, die gar nicht reden können. Und trotzdem habt ihr die angebetet und jetzt erlebt ihr unter euch Gottes Wirken. Ihr erlebt einen lebendigen Gott. Und mit dem kann man reden. Wer den verflucht, der kann den Heiligen Geist nicht haben. Wer aber sagt, Christus ist Herr, der hat den Heiligen Geist. Ich weiß nicht, ob damals eine Atmosphäre, eine Stimmung in der Gemeinde war, ein Reden. Du kannst ja nicht prophetisch reden, du hast nicht den Heiligen Geist. Du kannst nicht das, deshalb hast du wahrscheinlich noch nicht den Heiligen Geist. Oder das oder das. Oder ich habe besonders viel Heiligen Geist, weil ich kann ja das. Und Paulus macht deutlich, ihr seid alle Geschwister, ihr alle seid eingeladen. Und wenn du dich fragst, ob du den Heiligen Geist hast oder nicht, dann ist hier das entscheidende Merkmal drin. Wenn du sagen kannst, Jesus ist der Herr.
Nicht, wenn du die Worte lesen kannst, ablesen und aussprechen kannst, sondern wenn du sie aus Herzen sagen kannst. Jesus ist Herr. Jesus ist mein Herr. Jesus ist für mich gestorben. Jesus hat mir vergeben. Dann sagt Paulus, dann darfst du wissen, dass Gottes Geist in dir lebt. Und dann geht es nicht darum, wir singen gleich ein Lied nach der Predigt, O komm du Geist der Wahrheit und kehre bei uns ein. Tiefes geistliches Glaubenslied. Wo ich aber sagen möchte, wir müssen das nicht so verstehen im Sinne von, wir müssen den erst bitten, dass er einkehrt, dass er kommt. Wenn du das bekennst, dann ist er schon da. Die, die eingeladen sind, die, die kommen dürfen, die, die beschenkt sind, das sind all die, die sagen, Jesus ist Herr. Und keiner ist wichtiger als der andere oder weniger wichtig. Wir sind eingeladen, um zu erleben, wie er wirkt. Und dann nennt Paulus jetzt 9 verschiedene Gaben, 9 verschiedene Dinge. Er schreibt im Epheserbrief, im Römerbrief geht es auch nochmal um Gaben. Und dadurch wird deutlich, das ist jetzt hier nicht die vollständige Summe, nur diese Gaben, die gibt Gott. Und andere gibt es nicht mehr, sondern es ist ein breiteres Portfolio. Ja? Aber Gott wirkt in dir, in mir. Und wir dürfen, wir sollen sein Wirken erleben. Dazu sind wir eingeladen. Und das alles wirkt ein und derselbe Geist. Das, was du tun kannst, was dich ausmacht, das ist nicht einfach nur deine Gabe. Was dich ausmacht, ist zuerst, dass du Kind Gottes bist. Das ist es, worauf es ankommt. Und als Kind Gottes darfst du in seiner Gemeinde einen Dienst ausfüllen. Darfst du dich von ihm gebrauchen lassen. Darfst du entdecken, wie er durch dich wirkt. Und manchmal... Nein, ich weiß nicht, manchmal. Vielleicht kann es hier so gehen, dass es für dich, da steht nur noch der Dienst im Vordergrund. Da ist nur noch die Aufgabe. Die macht dir Mühe oder die hast du schon so lange getan und es ist Zeit, vielleicht was anderes zu tun oder du willst nicht mehr. Oder du bist in einer Gemeinde, wo du denkst, boah, mit den Leuten zusammen, nee. Da ist schon so viel drunter und drüber. Wir haben schon so viel hinter uns. Ich mag nicht mehr. Oder du feierst die Gaben, die du hast, du findest das toll, aber Gemeinde brauchst du nicht mehr. Wir brauchen es immer wieder, dass wir an diesen Geburtstag erinnert werden und daran erinnert werden, wie Paulus in dem Text das auch geschrieben hat, dass diese Gaben zur Erbauung der Gemeinde gedacht sind und wir bringen sie miteinander rein. Wir dürfen miteinander feiern, wir dürfen miteinander Gottes Wirken erleben. Und das in einer Weise, wo ich hoffe, dass du es erlebst, dass du denkst, krass, was für ein Zufall. Oder, das ist nicht von mir gewesen. Kannst du dich zurückerinnern an eine Situation in deinem Leben, in dieser Gemeinde oder in der Gemeinde, wo du herkommst? Ich sehe ein paar Gesichter, die sonst nicht da sind, wo du sagen konntest, boah, wie cool, dass das so gekommen ist. Wie die unterschiedlichen Gaben zueinander gepasst haben, wie die unterschiedlichen Leute ineinander gegriffen haben. Und dann ist das daraus entstanden. Gibt es da etwas, was du damit verbindest? Musst du jetzt nicht reinrufen. Das begeistert mich an Gemeinde, wie Gott so eine Synergie in uns wirkt. Vielleicht hat es der eine oder andere verfolgt. Gestern hat Bayer Leverkusen endlich die Schale bekommen. Die haben die ganze Saison ohne zu verlieren gespielt. Die haben kein einziges von 50 Spielen verloren. Also die können sich hinstellen und sagen, yay, wie cool das zusammengegriffen hat. Das ist eine Wahnsinnsserie. Das gab es noch nie. Die können echt feiern.
Und egal wie viele Niederlagen man zwischendrin hat, es kommt nicht auf unsere Serie an. Aber ich frage mich, erleben wir Situationen, in denen wir dann sagen können, Hammer, dass ich an diesem Tisch sitzen darf, dass ich zu dieser Gemeinde gehören darf, dass ich Teil bin dieses Planes Gottes. Ob ich es gerade alleine erlebt habe oder mit vielen gemeinsam. Ich war diese Woche, eine Situation war, ich wollte für das Sommerfest noch oben an der Turnhalle was ausmessen, was ich dann später wieder verworfen habe. Nachts um 10. Und gehe halt nochmal da hoch und halt den Zollstock dran und gehe wieder zurück. Und dann begegne ich ihm Nachbarn und wir kommen kurz ins Gespräch. Und dann erzählt er mir von der Situation. Es war Donnerstagabends und die Situation kommt am Freitagmorgens. Und ich dachte, also er sagte, kannst du für mich beten? Also jetzt an diesem Wochenende. Ich sage, kann ich für dich jetzt direkt beten? Die Sache mit dem Ausmessen habe ich wieder verworfen, weil ich dachte, nee. Aber ich glaube, ich sollte loslaufen, um dem zu begegnen und ihn nochmal zu segnen für das herausfordernde Wochenende, was jetzt vor ihm steht. Eine andere Situation, ich traf diese Woche jemanden, der eine schwere Entscheidung treffen muss. Traf dem im Rewe, heißt das jetzt Kaufpark. Traf dem da und wir haben uns kurz begrüßt und ja, wir müssen uns auch mal wieder mal sehen und ich melde mich nochmal, habe ich gesagt. Und ich wusste, Donnerstag, Freitag könnte ich dann doch noch mich mit dem nochmal, wir haben uns spontan am Donnerstagmorgen getroffen. Und ich wusste nicht von seiner Entscheidung, die er treffen muss. Und es war so wichtig, dass wir miteinander geredet haben über diese Entscheidung, um zu bewegen, wie kann das, das war eine Situation, wo ich sagen kann, Zufall hat halt, war glücklich, schöner Moment, wo ich glaube, dass Gott mich für ihn gebraucht hat, die Gabe, die ich anvertraut bekommen habe, jetzt in seine Situation hineinsprechen konnte. Welche Gabe ist in dir, wo du, sei es im 1:1 oder im viele Miteinander, dieser Gottesdienst heute Morgen? Ich mit 10, 12 Leuten standen wir gerade eben hier, weil die Schauspieler noch beteiligt sind und 3 Techniker da hinten und Cafeteria und Begrüßungsteam, Willkommensteam. Wir bringen das alles ein, damit Gott unter uns wirkt. Und es ist schön, wenn Gottesdienst gelingt. Es ist schade, wenn da mal was Unvorhergesehenes passiert. Aber er ist es, der das wirkt. Er, dieser ein und derselbe Geist. Der als Gott in diesen 3 Personen, Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, wirksam wird unter uns. Das dürfen wir entdecken und darum auch Geburtstag feiern. Deshalb ist es so schön, dass du hier bist. Und dieses Happy Birthday, dieses Geschenk, dass du, die 4 wussten nicht, wo kommt das denn jetzt her? Ja, und das war der Übertrag. Wir bekommen unser Geschenk von Gott. Was begeistert dich an Gemeinde, so wie Gott sie sich gedacht hat? Was freut dich an Gemeinde? Dass wir einander zum Beispiel beistehen. Eine andere Situation, wo ich in dieser Woche wusste, es ist gerade so wichtig, dass ich da jemandem beistehe. War irgendwie doch viel los. Was freut dich an diesem Plan Gemeinde, den Gott hatte? Immer noch hat, den er immer noch verfolgt, seit 2000 Jahren. Wie kommst du mit deinen Gaben in Gottes Plan mit seiner Gemeinde vor? Wie erlebst du dich da drin? Und eine letzte Frage, wie erlebst du in dir die Kraft der Liebe beim Einsatz deiner Gaben für Gottes Gemeinde? Ne, Paulus sagt, wir können dies und jenes alles haben, aber ohne Liebe. Wie erlebst du Liebe als treibende Kraft oder als dich lockende Kraft, das zu tun, was du tust? Der zu sein, der du bist. Es geht ja nicht immer nur um tun, machen und sollen. Einfach Teil dieser Gemeinde zu sein. Wie erlebst du Liebe darin als dich treibende Kraft oder lockende Kraft? Ich habe für jeden von euch so ein Geschenk. Ich werde gleich nach dem Gottesdienst da hinten stehen und möchte euch die Person oder werde dann rumgehen und euch die persönlich überreichen.
als Erinnerung. Und ihr müsst es selber auspacken. Da ist jetzt nicht viel drin. Aber das Entscheidende ist drin. Gott segne uns. Ich möchte noch beten. Jesus, wir sind hier in diese Gemeinde gestellt. Du hast uns hier hineingerufen. Und das alles konnte nur geschehen, weil du am Kreuz für uns gestorben bist, uns zu Kindern Gottes gemacht hast. Du hast uns deinen Heiligen Geist gesandt, der in uns lebt, in uns wirkt, der uns zusagt, zusichert, wir sind Kinder des Vaters. Und diese Identität kann uns niemand nehmen. Du gibst uns Gaben, du begabst uns, du berufst uns in Dienste hinein und du wirkst kräftig durch uns. Und ich weiß nicht, wo wir uns damit weniger zufrieden geben, als du uns eigentlich geben möchtest. Ich bete, dass du uns lockst und ziehst, dass wir uns ausstrecken nach mehr, so wie Paulus uns das zuruft, strebt nach der Liebe, strebt nach den Gaben, damit wir dich wirksam erleben. Nicht um irgendeinen Kick zu empfinden, sondern um dich zu ehren und groß zu machen, dass du bekannt wirst in dieser Welt. Ich bete, dass du weiter in uns und durch uns wirkst. Du lässt uns nicht los, du lässt uns nicht fallen. Darauf dürfen wir vertrauen und dürfen dieses Bekenntnis singen, O komm, du Geist der Wahrheit, kehre bei uns ein. Verbreite Licht und Klarheit, verbanne Trug und Schein. Gieß aus dein heilig Feuer, dass jeder von uns dich bekennen kann. Aus Herzen und nicht aus Pflicht. Danke für dein Wirken.